er sagt, wer Al-Dhahabi, wieder nicht meine Wörter. Ash'ari sind nicht meine Wörter. Er sagt, und die späteren unter den Asha'ira. Also Mutakallimin, die Leute von den Asha'ira und Mu'tazila, die bekannt sind, die den Verstand vor der Religion setzen, leider. Er sagt, diese Leute, wenn du sie fragst, dann sagen sie, weder ist Allah subhanahu wa ta'ala über dem Himmel, noch ist Allah azza wa jal über dem Thron, noch über den Himmel im Allgemeinen und noch über oder auf der Erde, noch ist er im Universum, außerhalb des Universums, noch ist er getrennt von seiner Schöpfung, noch ist er verbunden mit seiner Schöpfung, sondern sie sagen, dieser, das heißt nicht, dass alles, was darin genannt wurde, richtig ist, liebe Geschwister, ihr müsst die Wörter verstehen, sondern er sagt, jami'u hadhi al-ashya sifatun lil-ajsam, sondern sie behaupten all dieses, wenn man das so bezeichnen würde, das wären Eigenschaften, die sozusagen körperähnlich sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist frei davon, einen Körper zu haben. Ahbash und Asha'ira. Wallahi, wenn ihr nicht bereut, dann sterbt ihr auf einer falschen Aqidah und ich schwöre bei Allah azza wa jal. Ich schwöre bei Allah azza wa jal. Und dass ihr uns immer sagt, Mushabbih, Mujassib. Al-Dhahabi sagt dir, dass du ein Lügner bist und nichts anderes. Und Ibn Abdul Barr sagt dir, dass du ein Lügner bist. Nimm das nicht von uns. Wir sind ja sowieso Wahhabiyya und Mujassim und Mushabbih. Nimm das von Ibn Abdul Barr. Brauchst du nicht von mir zu nehmen. Nimm das von allen Sahaba, von allen Tabi'un und von allen Tabi'in. Nimm das von ihnen. Ja? Höre sogar, was Al-Hakim über Al-Awza'i berichtete. وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنِ الْأَوْزَاعِ رَحِمُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ Al-Awza'i sagte, Al-Awza'i ist einer der Tabi'in. Ich bin nicht Al-Awza'i. Er sagte, قَالَ كُنَّا وَالتَّابِعُونَ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَوْقَ عَرْشِهِ وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةِ مِنْ صِفَاتِهِ Er sagte, wir, also im Gesamten die Tabi'un, die Schüler der Sahaba, zweite Generation, die Schüler der Sahaba, wir sagten alle, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist. Und wir glauben an alle überlieferten Dinge, die die Eigenschaften in der Sunna betreffen. Was willst du noch mehr? Sahaba haben ihren Ijma'. Tabi'un, Tabi' Tabi'in. Was willst du? Was reicht dir nicht? Womit bist du unzufrieden? Wenn du uns nicht magst, ist das eine Sache. Aber wenn du die Wahrheit abweist, die durch diese drei Generationen auch tatsächlich manifestiert wurde, diese Wahrheit, dann hast du ein Problem. Weil du hochmütig bist, wal'iyadu billah, und du willst die Wahrheit nicht annehmen, und deswegen nimmst du dir von der Religion, was du willst, und du lässt, was du willst. Tayyib. Wollen wir es nicht zu lang machen? Das heißt mit anderen Worten, dass diese Leute erkannt haben, die besten Generationen, dass sie alle einer Meinung gefolgt sind. Und bei Allah, und Allah ist mein Zeuge, wenn ich persönlich weiß, es gibt klare Beweise und ein Ijma', dann bin ich der Erste, der sagt, ich kehre zur Wahrheit zurück. Das ist Religion. Das ist Religion. Wenn ich dem Ijma' einer Sache, klaren Ijma', ja, Ijma' ist nicht immer gleich Ijma', wenn ich dem klaren Ijma' einer Sache sehe, dann sage ich, ich habe einen Fehler gemacht und das ist die Wahrheit. Ganz einfach. Wo ist das Problem? Wir sind Menschen, subhanallah, große Gelehrte haben Fehler gemacht. Die waren nicht in unserer Stellung. Die waren Leute, die einen Grad erreicht haben im Ilm, was wir uns niemals vorstellen können. Selbst großartige Gelehrte wie Imam Ahmad, Sheikhul Islam, Ibn al-Qayyim und zählen sie auf, wie du zählen willst. Diese Gelehrten haben nicht alles Richtiges gesagt. Aber wir lieben sie für ihren Weg, für ihre Verteidigung der Sunna. Und jeder Gelehrte macht einen Fehler. Jeder Gelehrte macht einen Fehler. Durch diesen Fehler sollte man nicht auf der Falschheit beruhen, sondern man sollte diese Falschheit ändern, liebe Geschwister.